Hier ist das Känguru-Baby E.T. und seine Mami Biga Kruse. Herzlich willkommen. Es hat jetzt schon Haare. Beim letzten Mal hat es noch keine Haare. Wie lange sind die Bilder her? Drei, vier Wochen? Nee, sechs Wochen. Guck mal hier, ist das süß. Können Sie das sehen? Guck mal hier, das ist E.T. Oh, ist das süß. Oh, guck mal, das sind richtige Händchen. Darf man die anpacken? Ja, klar. Guck mal, ganz viele kleine Händchen. Guck mal, mit ganz vielen Krällchen dran. Das war aber mal, oh, das ist aber gar, ist das hier, wie heißt das, French Nails? Oder French Nails, ja, genau. Ja? War lange in der Maske. Ja? Mhm. Oh, toll. Können die einen kratzen damit? Der kann tierisch beißen. Ah, echt? Okay. Quatsch, nein. Macht er aber nicht. Nein, macht er nicht. Hat es schon Zähnchen? Ja, die kommen jetzt. Kannst du mal zeigen, dass du mal die Zähnchen hast? Du wolltest den nee. Er knatscht auf allem rum im Moment. Das ist also ganz hier, mein Knopf ist schon fast ab. Oh, guck hier. Er schiebt und dann wird alles angenagt und angefressen, ja. Was du irgendwie... Wollen wir E.T. mal dort rein? Das ist ein Männchen, E.T. wahrscheinlich, ja. Ist ein Männchen? Wollen wir es mal in den Käfig setzen? Da kann man mal sehen, es kann ja schon... laufen oder hüpfen, wie nennt man das? Ja, wenn er mag, muss man gucken, ob er mag. Müssen wir probieren. Machen doch immer so, oder? Kängurus machen die Geräusche so. Nee. Machen keine. Wäre aber lustig, wenn die so machen würden. So, guck mal. Und so. Das, normalerweise sind die ja noch im Beutel in der Zeit. Normalerweise werden die da sie ja keinen haben. Also, hab ich mir nur also jetzt einen aus hier aus Holten. Stoff, kein natürlichen natürlich. Guck mal jetzt. Hm? Oh, wie ist das süß. Guck mal, da ist das. Guck mal, wie so eine kleine Ratte, oder? Ist das nicht niedlich? Wenn dann eine Sackratte, oder? Ja. haben die irgendwas mit so anderen Nagern zu tun oder gar nichts? Doch, das sind Nagetiere. Also das ist schon, guck mal. Wenn man es jetzt alleine darin lässt, hüpft es auch dann schon? Mal gucken, wie er drauf ist. Wenn er Lust hat, dann. Wenn ich so tue, als ob ich was hätte, was zum Füttern, guck mal hier. Da kann man ihn noch nicht mitlocken, weil außer Fläschchen mag er noch nichts. Wenn Sie jetzt rausgehen, was passiert dann? Dann wird er wahrscheinlich versuchen, hinterher zu laufen. Oh, dann machen Sie doch mal. Dong. Wenn die laufen, benutzen die den Schwanz ja auch als Stütze hin. Ja, genau. Guck mal da, sieht man richtig. Ja, er möchte den Beutel jetzt. Das ist toll. Magst du wieder rein? Ja. Geh noch einmal hier nach vorne. Komm, guck mal hier. Guck mal, hier ist der Beutel. Ah, guck mal, hier ist der Beutel. Geben Sie mir mal den Beutel oder kommt es nicht zu mir? Guck mal, hier ist der Beutel. Der Beutel ist Programm. Fifi, guck mal her. Guck mal, hier ist der Beutel. Ja, wo ist denn der Beutel? Ja, Hundeschule hatten wir noch nicht. Ja, wo ist denn der Beutel? Kann man Kängurus irgendwas, warum haben Sie das Känguru eigentlich? Das ist von seiner Mutter aus dem Beutel geschmissen worden. Ach so, das kommt von der Mutter aus dem Beutel gefallen? Ja, also nicht von uns, sondern wir haben auch Kängurus, wir haben Bennett Wallabies. Die sind ein bisschen größer. Und ich habe schon mal zwei Kängurus aufgezogen. Und das wusste die Züchterin. Okay. Und die hat ihn nackt im Gehege gefunden. Und da hat er 145 Gramm gehabt. Das war so wirklich ganz, ganz winzig. Aber die Kamera scheint es interessant zu finden, oder? Ja, ne? Hallo! Hat sie die ganze Zeit eben geputzt und fertig gemacht. Kann man mit den Kängurus irgendwas anfangen? Können die apportieren oder sonst irgendwas? Bisher noch nicht, wir können es ja mal probieren. Aber lernen die sowas später oder sind Kängurus nicht erziehbar? Nein, nicht erziehbar. Nein. Also völlig unnütze. Also er ist im Moment insofern erziehbar, dass er zu Hause zumindest dann hinter mir herläuft. Lustig, auch die Frauen alle ja. Evelyn wünschen sich natürlich auch einen Mann, der das dritte Bein, der den Schwanz als Stütze benutzen kann. Der kann sogar dran lutschen. Ja. So, jetzt sammeln wir wieder. Nicht draufsetzen, nein. Frau Kruse. Guck mal hier. Dann war's das. So. Ach, guck mal, falsch rum, kann man ja auch reintun. Immer falsch rum. Kopf über in den Beutel und dann legt er sich auf den Rücken. Dann kommen die automatisch wieder so raus. Und dann nuckelt er am Däumchen. Im Moment lutscht er jetzt gerade Däumchen. Oh, guck mal, wie süß. Und zwar haben die ja hinten eine Putzkralle. Der Hinterfuß bei den Kängurus sieht so aus. Ein langer Zeh, eine etwas kürzere und die Putzkralle. Okay. Die ist auch geteilt, damit putzen die sich und da lutscht er auch dran. Also laut schmatzend, richtig wie so ein Baby, so, wenn er zufrieden ist oder wenn er Hunger hat oder so. Also ach, guck mal, wie niedlich. Wir setzen uns mal wieder hin. Hüpfen Sie mal wieder, kommen Sie mal wieder raus. Ich hüpfe mal wieder raus. Ups. So, wir schauen uns mal an, wie das kleine Känguru bei Ihnen zu Hause unterwegs ist. Mhm. Ja? Das hüpft ein bisschen rum. Sie haben ein bisschen glatten Parkettfußboden. Da tut sich ein bisschen schwer. Guck mal, das ging. Oh, guck mal hier. Ja, das waren die ersten Tage, ja. Da war also wirklich, da wussten wir nicht, ob er durchkommt. Das war wirklich ganz spannend und ganz eng. Und die Pflege war auch sehr intensiv.
mit Brutkasten und sehr viel Technik. Alle zwei Stunden gefüttert und mit spezieller Känguru-Milch ja auch. Die vertragen ja keine normale Milch. Ach so, echt? Den kann man nicht irgendwie einfach was hier Sojamilch geben oder so ein Shake oder was? Und da, nee, sieht können, nee, Leute, da hüpft er schon. Ja, da ist er jetzt im Wohnzimmer. Ja. Und gleich rutscht er aus. Da. Zack. Deswegen haben wir ihm extra die Decke hingelegt. Ja. Da auch gleich bei der nächsten Kurve. Da, ja, zack, ja, genau. Speedy Gonzales. Ja. Also inzwischen hat er es raus, dass er wirklich auf der Decke nur hüpft. Dann geht er, macht er, schlägt er da richtig Haken. Darf ich nochmal halten? Ja, natürlich. Ja, haut der dann auch ab? Nein, ne? Nee, guck mal hier. Ja, guck mal. Sein Beutel ist dann ein und alles. Das ist also wirklich ganz süß. Wenn er den hat, ist er zufrieden. Gelenkig, ne? Ja. Na? Und die, was haben die so für eine Lebenserwartung? Die werden ja, Sie sagten, die werden nicht so wie vom, so vom Boden aus 60 Zentimeter? Ja. Ja? Was haben die für eine Lebenserwartung? 10, 12 Jahre. Ah, okay. In der freien Wildbahn nicht so lang, weil sie da ja auch natürliche Feinde haben. Das Blöde ist, die Parmas galten ja bis 1965 im Aussterben. Mikrofon, ja. Und jetzt gibt es einen ganz, ganz kleinen Bestand in New South Wales und ist genau da, wo die Waldbrände wüten. Ah, okay. Das ist also schon... Haben Sie was zum Füttern da? Ich glaube, ja, er hat Hunger. Ich habe Fläschchen. Ja. Ja, ist auch guck mal, so ein Mini-Fläschchen auch noch. Wie süß. Ja, nur mit so einem Schnuller kommen wir da nicht rein. Soll ich machen oder wollen Sie? Trauen Sie mir das zu? Ja, mal gucken. Ja, guck mal einfach hier. Nur so halten, dass er dass keine Luft reinkommt. So? So, genau. Ein bisschen mehr so eindrehen und dann hält das nämlich auch. Ja, so? So? Oder wie? So. Nehmen Sie es gerne. Ah, dann hält das selber? Dann hält das selber, ja. Ach, guck mal. Oh. Noch ein bisschen höher. Damit er keine Luft zieht. Es gibt gleich jede Menge Bäuerchen. Und die Milch haben Sie jetzt von einem anderen Känguru gestohlen, oder? Ja, die melke ich jeden Morgen. Nein, Quatsch, das ist Instantmilch. Ach so, die wird aus Australien eingeflogen. Ach so, das ist spezielle Beuteltiermilch. Instant-Beuteltiermilch, die gibt es im Geschäft zu kaufen. Die Menschen trinken das auch, oder? Nee. Hat mal einer probiert, der meint im Abgang etwas fettig. Aber ja. Hat aber ordentlich Durst, ne? Ja. Ja, ne? Du bist schon kleiner. Und diese. Die laufen dann nachher bei Ihnen im Gehege rum und... Wir werden für ihn ein neues Gehege einrichten, weil unsere ja ein bisschen größer sind. Das ist ein Böckchen. Erst haben wir gedacht, wir lassen ihn kastrieren, aber weil sie eben so extrem selten sind, haben wir gesagt, wäre schade, wenn wir die Rasse nicht irgendwie dann... Ja, also Sie wollen die weiter... Sie haben mehrere von dieser Rasse. Nee, von dieser Rasse erst den einen. Aber wir wollen gucken, dass wir zwei Mädchen für ihn kriegen. Okay. Und dann ist auch ein Leben, oder? Kann er Familie gründen, wenn alles Verstehe. Weißt du, was Sie mit dir vorhaben? Kleine Haare. Ja. Ne? Ja, sind Kängurus monogam eigentlich von Natur aus oder sind die? Die nehmen was die kommt. Nehmen alles, was kommt. Sind aber beim Deckard sehr lieb, also sehr zärtlich. Das ist ganz witzig. Die machen nicht so wham bam thank you ma'am, sondern das geht dann so mit. Wham bam thank you ma'am? Mhm. Nein, das machen sie nicht. Sie machen das so mit Vorspiel, so ein bisschen so mit Händchen, Köpfchen halten. Mit den Krallen? Ja, und Wange an Wange reiben, also ganz süß. Total niedrig. Guck mal, jetzt hat er gleich schon alles leer. Ist das jetzt so eine Tagesration gewesen? Nein, das kriegt er 5-mal am Tag. Ah, okay. Jetzt nur noch alle 4 Stunden. Okay. Und wie lange dauert das jetzt noch, bis er ausgewachsen ist? Also bis er ausgewachsen ist, die trinken 1 Jahr lang. Also jetzt noch ein gutes halbes Jahr, dreiviertel Jahr insgesamt Milch. Aber aus dem Beutel kommt er so in 3 Monaten ungefähr. Aha, okay. Und dann wird es spannend, weil wir müssen ja im Haus überwintern. Weil wir können ja jetzt mit dem Fell, was er hat oder beziehungsweise nicht hat, können wir da nicht raussetzen, das ist eben das große Problem. So, jetzt ist gut, ne? Jetzt ist leer, ne? Ja, genau. Dann auch ziehen und zieht da Luft und dann gibt es wieder Bäuerchenprobleme. So. Ah, dann macht er auch Bäuerchen? Ja, ja. Ist da so richtig einen raus? Nein, die würgen hoch. Also Kängurus ist total witzig. Guck mal, hier ist das süß. Hallo! Guten Abend! So, steht ihm aber gut. Ganz vorsichtig. Mhm. Ne? Guck mal, glaube ich, aber fühlt sich aber wohl hier. Ja, wenn er seinen Beutel hat, kann man ihn noch nicht überfordern. Ja. Ist toll. Also das ist wirklich, wenn er keine Lust mehr hätte, würde er sich verkrabbeln. Also tolle Sache. Wenn er mal größer ist, kommen Sie wieder vorbei. Und dann machen wir hier mal ein Rennen. Fuß, genau. Ja, wer am weitesten springen kann. Genau. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Biga Kruse und Hiti. Heiße. Kann das feststehen? So, pass auf, mein Plan ist jetzt, schieße natürlich nicht einfach nur so da rein, das ist mir zu piefig, ja. Ich schieße oben gegen das TV-Total-Logo, da oben gegen,
Von da, da hinten zur Band rüber und dann knallt der von da dreimal Titsch, viermal Titschen auf den Tisch, würde ich sagen. Probiere ich zumindest mal. So. Soll ich von oben surfen? Wenn du es kannst, ja, wir sind für alles bereit. Das Schild ist 3 Meter über ihn, da brauchst du keine Angst haben. Ich bin Profi.